Auf den russischen Einmarsch in die Ukraine hat die EU mit weitreichenden Sanktionen gegen Moskau reagiert. Sie zielen auf die Wirtschaft und das Finanzsystem ebenso wie auf Personen, die dem Putin-Regime nahestehen. Heute nun sind die Außenminister nach Brüssel gekommen, um über ein weiteres Paket von Strafmaßnahmen zu beraten. Es ist der nächste Schritt bei Europas Sanktionen gegen Russland. Der Import von russischem Gold soll gestoppt werden, eine allerdings eher symbolische Geste. Von größeren Schritten, etwa einem Gasembargo, ist in Brüssel mittlerweile keine Rede mehr. Die Außenminister fürchten, das würde der EU wohl mehr schaden als Russland. Einige Spitzenpolitiker in der EU haben ja gesagt, dass die Sanktionen ein Fehler sind. Ich finde nicht, dass sie ein Fehler sind. Sie sind das, was wir tun mussten und auch weiter tun werden. Daran soll sich auch nichts ändern, wenn Russland ab Donnerstag womöglich selbst den Gashahn zudreht und die Lieferung durch die Pipeline Nord Stream 1 nicht wieder aufnimmt. Die EU will hart bleiben. Heute ist das die Ukraine, vielleicht morgen sind das Länder in der Europäischen Union. Aber Putin, wenn er durchkommt, wird da nicht stoppen. Er wird auch auf anderen Kontinenten dann eingreifen. Ich glaube, es ist Zeit, dass die Welt das so sieht. Auch wenn der Krieg in der Ukraine trotz der verhängten Sanktionen weitergeht, die Minister sind überzeugt, Russland spürt die Folgen jeden Tag stärker. Wir haben 97% der russischen Automobilindustrie, die Produktion einstellen musste. 3/4 der russischen Luftfahrt steht still, weil das sind Airbus- und Boeing-Maschinen, die nicht mehr gewartet werden können. Also wir müssen hier doch sozusagen mit Augenmaß vorgehen und die Sachen so sehen, wie sie sind. Kein Zurückdrehen der Sanktionen also, aber auch nur noch marginale Verschärfung. Beschließen wird die EU heute wohl weitere Hilfen für die Ukraine. 500 Millionen Euro für Waffenlieferungen. Die Diskussion über neue Sanktionen gegen Russland, dann die Sorge vor einem Gaslieferstopp. Ende der Woche sind ja die Wartungsarbeiten an Nord Stream 1 offiziell abgeschlossen. Was dann folgt, wir haben es gerade gehört, ist ungewiss. Bettina Seidel in Frankfurt, wie schaut die Börse drauf? Ja, das ist das entscheidende Thema für Unternehmen, für die Wirtschaft und eben damit auch für die Börse, ob die Gaslieferungen gestoppt werden oder nicht, ob also dadurch die Wirtschaft ins Stocken geriete oder ob sie weiter rundlaufen kann. Es ist ja ohnehin schon so, dass an den Börsen die Angst vor einer Rezession seit geraumer Zeit ganz präsent ist, weil die Wirtschaft belastet wird, mehrfach durch Lieferschwierigkeiten, durch stark gestiegene Preise oder auch einfach nur durch die Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Wenn jetzt noch ein Gaslieferstopp dazu käme, dann, so sind sich Experten sicher, dann kommt die Rezession. In den vergangenen Wochen daher starke Kursverluste, seit Freitag aber der DAX auf Erholungskurs, heute auch. Er legt 1,2% zu auf 13.024 Punkte. Das wird den Schnäppchenjägern zugeschrieben, die dann zugreifen, wenn es billig ist. Danke, Bettina Seidel, nach Frankfurt am Main. Empfang im Berliner Außenministerium. Dort sind Delegationen aus 40 Ländern zu Gast, um den Kurs im Kampf gegen den Klimawandel abzustimmen. Wieder einmal, möchte man sagen. Denn Klimabeschlüsse, Warnungen, Appelle, friedliche und radikale Proteste hat es zuhauf gegeben, scheinbar ohne Wirkung. Dabei sind die Folgen des Klimawandels auch teuer. Auf knapp 7 Milliarden Euro pro Jahr summieren sie sich, einer Studie zufolge, allein in Deutschland. Gesprächsstoff in Berlin ebenso wie die bevorstehende UN-Klimakonferenz in Ägypten und die aktuelle Hitzewelle.